Punya Puja diente also dazu, das Haus zu beleben. Der Raum im Haus soll lebendig werden. Und jetzt wurde herausgefunden, dass es auch bestimmte Arten von Bakterien in der Luft und auf den Oberflächen abtötet. Das ist ein sehr wichtiger Teil davon, Infektionen und ähnliche Dinge abzuwehren. In der indischen Kultur wird sehr auf die Form und Größe des Raumes geachtet, in dem man wohnt. Denn wenn der Raum nicht stark belüftet ist, wenn ich sage stark belüftet, von beiden Seiten, zwei Wände sind offen. Und das stattfindet, dann fühlt es sich fast wie im Freien an. Das ist anders, die meisten Häuser sind nicht so gebaut. Unterschiedliche Formen und Größen erzeugen also verschiedene Arten von Energiestrukturen. Diese Energiestrukturen können, wenn sie sehr stark werden, deinen psychologischen und emotionalen Zustand bestimmen, der entweder förderlich sein kann oder zu einem Hindernis dafür werden kann, wer du sein willst. Daher gibt es bestimmte Substanzen wie Sandelholz in Indien, etwas, das Sambrani genannt wird, was ein sehr kraftvolles Mittel ist, das sogar verwendet wird, wenn Menschen krank sind. Das Erste, was sie tun, ist das. Und jetzt wurde herausgefunden, dass es auch bestimmte Arten von Bakterien in der Luft abtötet. Und auch auf Oberflächen. Deswegen, vor allem wenn eine kranke Person im Haus ist, Sambrani überall. Das hat einen starken Einfluss auf die Atmosphäre. Es ist nicht unbedingt ein Duft. Es ist eine andere Verfahrensweise, indem es die Luft reinigt. Es führt einfach dazu, dass sich die Atmosphäre lebendiger anfühlt. Welche Strukturen auch vorhanden sind, im Grunde genommen wird das den Innenraum so gestalten wie den Außenbereich. Allein der milde Sambrani im Haus vermittelt das Gefühl, dass du dich zwar drinnen befindest, aber das Gefühl von draußen hast, weil es ein unstrukturierter Raum ist. Vor allem, wenn ein Todesfall in der Familie eintritt, wird Sambrani 11 bis 12 Tage lang verbrannt, weil sie die Luft vollständig reinigen wollen. Räucherwerk hat eine gewisse Wirkung, aber übertreibe es nicht. Man kann es in sinnvoller Weise nutzen. Allerdings werden heutzutage Räucherstäbchen mit chemischen Stoffen hergestellt. Am besten verbrennst du diese Dinge nicht. Das ist sehr, sehr wichtig, bevor... Du hast genug chemisches Zeug auf der Straße, in der Industrie, in der Fabrikhalle, in der du vielleicht arbeitest, wo auch immer. Es sind genug Chemikalien im Umlauf. Zumindest in deinem Haus solltest du kein chemisch hergestelltes Räucherwerk verbrennen, denn ich denke, dass fast 70% oder 80% dessen, was heute auf dem Markt erhältlich ist, chemisch ist. Du musst das überprüfen, bevor du sie verbrennst. Das ist sehr, sehr wichtig, denn wenn du in geschlossenen Räumen Chemikalien verbrennst, sind die negativen Auswirkungen davon sehr, sehr groß. Es muss sich also um Naturharz oder bestimmte andere Öle, ätherische Öle und andere Dinge handeln, die einen Unterschied machen können. Ein kleiner Unterschied, wenn du so einen Unterschied brauchst, es hilft definitiv. Nun, im Allgemeinen betrachten wir in der yogischen Kultur, in den yogischen Wissenschaften, das Leben als eine Zusammensetzung von 5 Grundelementen: Erde, Feuer, Wasser, Wind und Raum. Daher ist Feuer ein sehr wichtiger Aspekt, der dieses Leben... Feuer wird also als ein bedeutendes Element gesehen, das das Leben möglich macht. Es ist nicht das Einzige, alle 5 sind wichtig,
Aber wenn es um das Abwehren von Dingen geht, ist Feuer immer sehr wichtig. Deshalb ist es ein Teil davon, jeden Tag in deinem Leben musst du eine Öllampe anzünden und eine Zeit lang in ihrer Gegenwart bleiben, denn das wird viele Dinge abwehren, es wird viele Dinge für dein System reinigen. Das ist ein sehr wichtiger Teil davon, Infektionen und ähnliche Dinge abzuwehren. Wenn es sich über die Luft verbreitet, vor allem wenn es sich über die Luft verbreitet, hilft es, Feuer um sich herum zu haben. Es muss irgendeine Lampe um dich herum brennen, irgendwo in deiner Nähe. Das wird Wunder für dich bewirken. Bitte experimentiere und beobachte. Wenn du schläfst und einen sicheren Platz in deinem Zimmer finden kannst, an dem eine kleine Öllampe brennt, wirst du sehen, dass das für dich einen großen Unterschied machen wird. Allein in der Gegenwart dieses Feuers zu sein, macht einen großen Unterschied. Die Wissenschaft des Yoga stellt das klar fest. Und wir wissen das aus unserer Erfahrung. Dadurch, dass ein kleines Feuer in Form einer Lampe um dich herum brennt, wirst du sehen, besonders wenn es dir körperlich nicht gut geht, dass es sehr, sehr wichtig ist, das zu haben. Weißt du, was Punya ist? Was als Punya oder Papa bezeichnet wird, wurde leider im Laufe der Zeit stark fehlinterpretiert. Punya Papa bedeutet jede Art von Handlungen. Handlungen, die dich nach unten bringen, Handlungen, die den Überschwang des Lebens in dir verstärken. Oder Handlungen, die dich auf die Trägheit des Lebens zubewegen. Punya Puja dient also dazu, das Haus zu beleben. Der Raum im Haus soll lebendig werden. Wenn du in deinem Haus so gelebt hast, dass du jeden Moment voll da bist, mit Liebe und Licht in dir, dann wäre keine Punya Puja nötig. Aber heute hast du Häuser gebaut, die so groß sind, dass es sehr schwierig ist, sie allein durch das Wohnen lebendig zu machen. Wenn du nur ein Einzimmerhaus hättest und mit viel Liebe und Freude gelebt hast, kannst du es leicht sehr lebendig erhalten. Aber heute hat dein Haus 10 bis 15 Räume. Es ist sehr schwer für einen Menschen, das lebendig zu erhalten. Irgendwann, wenn du es nicht belebst, langsam, wenn du bestimmte Teile deines Hauses betrittst, wirst du sehen, es fühlt sich an wie ein Sarg. Punya Puja einmal im Jahr, mindestens einmal im Jahr, würde es erhellen. Das heißt, du hast den Raum um dich herum lebendig und er unterstützt dich. Punya Puja ist also eine Art Konsekration deines Hauses, des ganzen Hauses. Jeder Teil davon, sodass ein Gefühl von Lebendigkeit und Energie da ist.